Hey Leute und willkommen hier zu meinem kleinen Weihnachtsspecial 2013. Und zwar gibt's als Weihnachtsspecial seit langem wieder mal ein Mod-Review. Und zwar den Christmascraft-Mod. Ihr bringt euch eigentlich richtig geile Weihnachtssachen ins Spiel. Und was es alles ist, wie man das craftet, wie man den Mod auch installiert und so, erkläre ich euch alles nach dem Intro. Zum Weihnachtsschmuck für das Haus. Und zwar gibt es hier schöne Beleuchtungen und so Sachen. Und die craftet man einfach mit einem Redstone, ein Glas und eine beliebige Farbe. In dem Fall hier habe ich jetzt Rosenrot genommen. Da bekommt man auch das rote Licht. Und daraus bekommt man halt 8 solche Lichter. Die gibt es natürlich auch noch in Grün, in Blau, in Gelb, in Orange und in Glowstone. Das sind dann die glitzernden Beleuchtungen, und damit die hier auch leuchten, muss man die mit Redstone powern. Ich zeig's euch mal, aber man muss hier keine Redstone-Leitung oder so verlegen, also es gibt auch keine Begrenzung, so wie bei Redstone, also die können unendlich weit leuchten, ne? Und die glitzernden hier, das sagt ja schon der Name, die glitzern ganz schön, die finde ich eigentlich sehr schön. Dann gibt's auch 2 neue Mobs in diesem Mod, und zwar einmal den Creeper Claws und zum zweiten den Ender Elf. Der Creeper Claws ist eigentlich ein ziemlich netter Typ. Ihr seht ja schon, ich bin hier im Game Mode 0 und der tut mir nichts. Auch wenn ich ihn schlage, der tut mir nichts. Er hat zwar keine Sounds, aber was er hier droppt, das ist Christmas Spices, Weihnachtsgewürze. Das zeige ich aber euch gleich noch, was man mit dem machen kann. Und zum zweiten gibt es den Enderelf, wie ich schon gesagt habe. Das ist einfach ein Enderman, der sich nicht wegteleportiert, wenn man den angreift. Und auch sich ziemlich nahe, ja, da kann man ziemlich nahe dran gehen und da passiert nichts. Aber droppen tut dir nichts Sonderliches aus XP. Dann, wie gesagt, hier aus den Weihnachtsgewürzen kann man solche geilen Gingerbread-Cookies machen. Das sind die Lebkuchenmänner. Und zwar bekommt man 4 Lebkuchenmänner aus 2 Weizen und einem Lebkuchengewürz. Dann gibt es auch noch den Eggnog. Das ist so ein Eishake oder sowas. Den craftet man aus einem Ei, einer Milch und einem Weihnachtsgewürz. Dann gibt es auch noch den Fruit Cake, das Früchtebrot. Fällt sich genauso wie ein Kuchen, man kann 6-mal abbeißen und so. Den craftet man aus 2 Milch, einem Weihnachtsgewürz, 2 Melonen, einem Ei und 3 Weizen. Lecker Kakao, ich will einen bitte. Ja, und wie man den craftet, zeige ich euch auch mal. Wir schreiben dann nämlich heute selber her. Ja. Und zwar einfach eine Milch, eine Kakaobohne und erhaltet einen kalten Kakao. Aus dem einen kalten Kakao, den packt ihr in den Ofen und ihr erhaltet einen Hot Kakao, also einen heißen Kakao. Und was darf natürlich an Weihnachten nicht fehlen? Richtig, die Zuckerstangen. Die craftet man einfach aus 3 Zucker, einem Rosenrot und ihr erhaltet einfach mal schöne 2 Zuckerstangen. Es wurden auch neue Schallplatten hinzugefügt. Und zwar zum einen We Wish You a Merry Christmas. Ich lasse euch mal kurz reinhören. Ja. Dann noch Carol of the Bells. Und dann noch Jingle Bells. Ja, also ich finde es sehr schön.
kommen wir mal zum Dekorativen im Haus. Und zwar haben wir hier zum einen den schönen Weihnachtskranz hier. Der ist auch so ein bisschen 3D-mäßig, wie man hier an der Seite sieht. Den craftet man einfach aus 8 Laub außen herum, egal welche Sorte. Und in die Mitte eine rote Wolle. Oben gibt es dann auch noch den Weihnachtsstrumpf. Und da könnt ihr natürlich hoffen, dass euch das Santa Claus da was reinlegt. Den craftet man aus... Hallo Creeper. Den craftet man aus 3 roter Wolle, einer weißen Wolle und einer Seide. Und ihr erhaltet einen solchen geilen Socken. Dann gibt es auch noch die Schlittschuhe, und zwar craftet man die einfach mit 4 Leder, einer Seide und 2 Eisen, und ihr bekommt ein paar Schlittschuhe. Ich zeige euch die auch mal, wie die funktionieren. Ich ziehe die einfach mal kurz an. Hoppala. So, ihr seht hier schon, ich schleife hier so dahin. Kennt ihr auch sicher vom Real Life. Die Schlittschuhe sind ja nicht die leichtesten, da schleift man auf dem normalen Fußboden ziemlich dahin, und dann, wenn man so auf Eis geht, und wieder aufs normale. Was natürlich an Weihnachten auf keinen Fall fehlen darf, sind natürlich die Geschenke. Und die craftet man einfach aus 4 Papier, 4 Seide und ein beliebiges Item, das ihr her schenken möchtet, in die Mitte. Ich kann es euch einfach mal kurz hier zeigen. Ich lege hier mein schönes Buch, das ich vorher geschrieben habe, rein. Lege hier die Seide an und das Papier. Und ich erhalte mein Christmas Gift. Dann nehme ich es wieder. Hoppala. Wartet. So, dann nehme ich es wieder. Also, ich finde das jetzt von meinem Freund auf dem Server. Pack das dann in mein Crafting Table. Und yay! Ich habe mein Merry Christmas Buch. Frohe Weihnachten. Das geht natürlich mit den ganzen anderen hier auch noch. Ich kann hier mal kurz Game Mode 0 gehen. Kann ich die hier auch abbauen? Ah, dauert ein bisschen. Aber ihr seht hier schon, da sind schöne Sachen drin, das kann ich euch versichern. Ich baue die einfach nur ganz kurz hier ab. Also je nachdem, was für ein Item man reinlegt, so wird die Geschenkverpackung. Finde ich auch richtig nice. Hier zum Beispiel haben wir einmal die Schlittschuhe. Oder einmal einen heißen Kakao, ja, ein Diamantschwert. Oder eine Diamanten-Chestplate. Ein Bottle of Enchanting. Nochmal Ice Skates. Und was das? Nix. Ihr könnt einfach alles hier reinlegen, auch wenn ihr es auf dem Amboss umbenannt habt. Oder ob das jetzt verzauberte Sachen sind. Oder ja, also das ist ganz egal. Ihr könnt da einfach alles reinlegen. Und wo legt man die Geschenke natürlich drunter? Natürlich unter den Weihnachtsbaum. Und den kann man hier einfach auch craften. Und zwar kann man hier den Christbaumständer craften. Den craftet man einfach aus 2 roter Wolle, 2 Brettern, egal welche Sorte, 1 Erde, 2 Kaktusgrün. Und es muss unbedingt ein Fichtensetzling sein. Es darf kein anderer sein. Und dann erhaltet ihr den Christmas-Baumständer. Bla. Ich habe den hier auch schon ein bisschen dekoriert mit Christbaumkugeln und so ein Sternchen obendrauf. Zeige ich euch auch mal, wie man das craftet. Und zwar die Christbaumkugeln. Genau, so sieht's aus. Craftet man einfach mit einem Glowstone, einem Glas und einer beliebigen Farbe. In meinem Fall wieder rosenrot. Und ihr erhaltet 4 farbige Christbaumkugeln. Die gibt es natürlich in Orange, in Gelb, in Blau und in Grün gibt es die auch. Dann gibt es auch noch den dekorativen Stern. Der ist hier drüben, den craftet man einfach aus 5 Goldnuggets und noch ein Glowstone und ihr erhaltet einen dekorativen Stern. Dann kann man den natürlich hier auch mit Baummehl wachsen lassen, ich zeig das euch mal. Bam! Wenn euer Haus zu klein ist, dann kann es natürlich vorkommen, dass er nicht wächst, ne? Dann müsst ihr das draußen probieren oder ihr pflanzt ihn euch einfach von Hand hin. Und dann könnt ihr hier einfach Christbaumkugeln platzieren. Auch unten könnt ihr die platzieren. Und die könnt ihr halt in den Farben, die vorhanden sind, einfach machen. So, dann kommen wir jetzt mal zur Installation. Und zwar ist es ganz einfach zu erklären. Ihr ladet euch einfach den Christmas Craft 3.0 runter. Zu meinem Zeitpunkt ist es gerade der 3.0. Die Version 3.0 vom Mod kann natürlich, wenn ihr das Video hier guckt, schon eine ältere Version sein. Kann vorkommen. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann braucht ihr noch Forge.
Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Da empfehle ich euch die Recommended Version, den Installer, also die von der 1.6.4. Die Recommended Version, den Installer runterladen. Da blende ich euch, glaube ich, kurz so einen Screenshot ein, welchen ihr da downloaden müsst. Ja, dann klickt ihr einfach auf die Char-Datei, die ihr beim Forge runterladen bekommt. Geht auf Install Client. Dann klickt ihr auf OK. Dann installiert ihr euch ein neues Profil in eurem Launcher. Das wählt ihr dann aus und dann noch der Christmas Craft Mod. Wie bringt ihr den rein? Das ist auch nicht allzu schwer. Ihr ladet euch einfach den Christmas Craft Mod runter. Wie gesagt, der Link unten in der Videobeschreibung. Da öffnet ihr einfach die ZIP- oder RAR-Datei, die ihr runtergeladen gehabt. Und dann zieht einfach die Char, die da drin ist, in den Mods-Ordner. Und fertig seid ihr. Ihr könnt Minecraft starten und habt den schönen Christmas Craft Mod. Ja! Ja, dann was ist mit meinem kleinen Weihnachtsspecial 2013? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und ja, würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und nochmal auch von mir an euch alle frohe Weihnachten da draußen. Mich würde mal interessieren, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Das könnt ihr mir alle mal unten in die Kommentare schreiben. Und ja, dann danke ich fürs Zusehen. Bis zum 25. Da ist nämlich mein Ein-Jahr-Special. Und ja, dann ciao, Leute.